So, bleiben wir beim Wettbewerben. Im Feld Contests könnt ihr anklicken, welche dieser Ränge euer Pokémon erreicht haben soll. Coolness, Wettbewerb, Normal, Super, Hyper oder Master-Rang. Solltet ihr diese Boxen anklicken, dann heißt das nicht automatisch, dass ihr auch die Bänder habt. Die Bänder sind in einem anderen Feld zu finden, nämlich hier auf diesem Button Ribbons. Wie ihr seht, gibt es diverse Bänder. Und wenn ihr alle anklickt, dann ist euer Pokémon nachher unter Umständen nicht mehr über Wi-Fi zu tauschen. Deshalb bevorzuge ich es, ihm keine Bänder zu verpassen. Battle Moves. Und hier wird's interessant. Denn euer Pokémon kann mit Hilfe von Pokésafs jeden möglichen Angriff lernen, selbst wenn es nicht seinem Typ entspricht. Zum Beispiel kann Pikachu Surfer erlernen. Und Voltackle haben wir gesagt. So. PP-Ups sind die AP Plus. Das heißt, wenn ihr 3 gebt, hat euer Pokémon nachher die maximale Anzahl von AP. Surfer und Voltackle haben jeweils nach AP plus 24 AP. Deshalb tippen wir das mal hier ein. Ihr könnt aber auch einen anderen Wert setzen, zum Beispiel 99. Dann wird da stehen Surfer 99 von 24 AP. Hier bei Mark kann man die Markierungen der Pokémon setzen. Die Markierungen Kreis, Dreieck, Quadrat, Herzchen, Sternchen und Raute. Zu einem weiteren interessanten Feld, Ability. Hier könnt ihr die Fähigkeit eures Pokémon bestimmen. Wenn ihr ein legales Pokémon erstellen wollt, dann haltet euch daran, welche Fähigkeiten dieses Pokémon natürlicherweise hat. Pikachu hat zum Beispiel nur die Fähigkeit Statik. Ball Caught With. Das ist der Ball, der nachher geworfen wird, wenn er dieses Pokémon einsetzt. Cherish Ball ist ein roter Ball, Freundesball, der nur bei Pokémon, die ihr durch Wunderkarten erhaltet, zum Einsatz kommt. Daher solltet ihr einen etwas gebräuchlicheren Ball auswählen, wie zum Beispiel Pokéball. Im Feld Trainer Gender solltet ihr einfach nur das Geschlecht eures Spielers im Spiel angeben, da ihr sonst unter Umständen nicht der Originaltrainer seid. Im nächsten Feld Met at Level und Met in Place. Diese beiden Felder sind auch wieder interessant, wenn ihr ein legales Pokémon erzeugen wollt. Deshalb solltet ihr euch hierbei an die Vorgaben des Spiels halten. Pikachu zum Beispiel gibt es nur im Trophäengarten. Deshalb solltet ihr diesen hier auch auswählen. Wenn ich ihn denn mal finde. Da ist er ja. Und zwar nur auf Level 18. So. Wenn ihr hier diese Box anklickt, dann steht nachher in der Beschreibung in einer schicksalhaften Begegnung erhalten. Das ist allerdings nur für Wunderkarten Pokémon normalerweise zutreffend, daher solltet ihr dieses Feld auch nicht anklicken, wenn ihr ein legales Pokémon erzeugen wollt. Hier bei Country wählt ihr einfach euer Heimatland aus, Deutschland. Bei Date Met wird bestimmt, an welchem Tag dieses Pokémon getroffen wurde. Auch hier könnt ihr alles eintragen, was ihr wollt. Nur wenn ihr wieder ein legales Pokémon erzeugen wollt, solltet ihr euch an realistische Werte halten. Sagen wir mal, wir haben dieses Pikachu heute getroffen. 16.10.2007. Diese Felder sind interessant, falls ihr euer Pokémon als Ei schlüpfen lassen wollt. Da das aber Zeit kostet und unnötige Komplikationen verursacht, werden wir das jetzt nicht behandeln, sondern stattdessen
zum vorletzten Punkt übergehen. Hometown. Hier seht ihr alle möglichen Editionen. Zum Beispiel, dieses Pikachu stammt aus der Perl-Edition, dann klickt ihr diesen Punkt an. Solltet ihr aber zum Beispiel einen Arktos erzeugen und wollt es legal halten, dann müsst ihr hier Feuerrot oder Blattgrün auswählen. Jetzt zum letzten Punkt und fast zum wichtigsten, Stats Edit. Hier könnt ihr alle Werte eures Pokémon so verändern, wie es euch beliebt. Wenn ihr auf All Max klickt, dann erhält euer Pokémon die Werte, die sich aus den EV und IV errechnen. Falls ihr die Werte manipulieren solltet, zum Beispiel auf 999, wird dieses Pokémon als illegal erkannt. Nichtsdestotrotz ist es möglich, mit einem solchen Pokémon im Spiel zu kämpfen, solange ihr es nicht in eine Box ablegt. Denn dann werden die Statuswerte auf ihre Standardwerte zurückgesetzt, die ihr mit All Max erhaltet. Hier könnt ihr euer Pokémon schlafen lassen, vergiften, verbrennen, einfrieren, paralysieren oder ihm eine Ballkapsel verpassen lassen. Alles bringt nur Nachteile mit sich, deshalb lassen wir das jetzt mal. So, fast fertig. Unser Pokémon ist vollständig ausgerüstet, deshalb klicken wir auf OK. Und jetzt speichern wir. Wir wählen aus Textfile Action Replay DS Code, geben ihm einen bezeichnenden Namen und speichern. Hier kommt ein sehr wichtiges Feld, denn hier könnt ihr bestimmen, ob es in eurem Team oder in eurer Box erscheinen wird. Ich bevorzuge das Team, denn es ist einfacher zu handhaben und falls ihr eure Werte auf illegale Werte manipuliert haben solltet, werden diese im Team beibehalten, aber in der Box auf ihre Standardwerte zurückgesetzt. Hier könnt ihr bestimmen, an welcher Stelle das Pokémon herauskommen soll. Dabei solltet ihr beachten, dass das Pokémon, was an dieser Stelle steht, ersetzt wird. Das heißt, fangt euch ein Bidiza und lasst es durch euer Pikachu ersetzen. Okay. Nun habt ihr eine Textdatei, die den Code für euer Pikachu enthält. Öffnet diese Textdatei mit eurem favorisierten Texteditor. Und jetzt kommt der eigentliche Trick. Wenn ihr euch gefragt habt, warum ihr alles auch vor diesem Tutorial schon so gemacht habe wie ich und dennoch euer Pokémon letztendlich nicht in eurem Team erschienen ist, dann habt ihr hier die Antwort. Hier in der zweiten Zeile im ersten Code müssen die letzten vier Zeichen für die deutsche Version durch 4E68 ersetzt werden. Diesen Code kopieren wir und fügen ihn in unsere Lieblingscodeliste ein. Eure Codelisten findet ihr für gewöhnlich unter Programme, Datel, Action Replay Code Manager, Local Codelists als XML-Dateien. Hier habe ich eine solche schon mal geöffnet. Und jetzt müsst ihr einen neuen Cheat erstellen. Das geht so. Ihr schreibt den Tag Cheat, gebt ihm einen Namen mit dem Tag Name und fügt dann mit Hilfe des Tag Codes euren Pikachu Code ein. Nicht vergessen, die Texte dazu schließen. Sonst ist nachher eure Liste defekt. So, das war's auch schon. Die entsprechende Liste ladet ihr jetzt auf euer Action Replay DS, drückt L und R und schon ist das erste Pokémon in eurem Team durch Pikachu ersetzt. Viel Spaß noch weiterhin beim Erstellen von Pokémon, seien sie legal oder illegal.